Und damit hallo und willkommen zurück zu Let's Play DayZ, Ladies and Gentlemen. Das letzte Mal hatte ich ein Timeout, Adrian ist dann hinterher auch rausgegangen. Und jetzt sind wir hier wieder auf einem Hardcore-Server. Oh, der ist schlucki putzig. Immer noch im Zeltlager und jetzt würde ich vorschlagen, looten wir das jetzt nochmal? Nein, oder? Nee, ich mag das Zeltlager allgemein nicht. Dann gehen wir einfach mal Richtung Tscherno, weil auf dem Hardcore-Server waren wir noch nie in Tscherno. I hear the cry in the distance. Wunderbar. Macht mir so viel Angst. Los, Markus. Ja. Adrian. Scheiße, bleib nicht. Wo hast du das? Hä? Wo hast du das? Wieso? Was? Nur so? Nur so? Was ist los? Nix. Was soll ich haben? Nix. Was ist da los? Nix. Oh, guck mal, ein Feuerlöscher. Was? Also, hallo. Den kann man so kaum mitnehmen. Wie sich das hier hört, ja? Für jedes Auto ist ein Löscher. Ja, das musst du mir gerade vorstellen. Ein Typ, der gerade während einer Autopanne in der Zombie-Apokalypse krepiert, hat noch genug Zeit, in seinen letzten verkümmerten Minuten einen Feuerlöscher auf das Autodach zu tun. Ja, Hauptsache der Löscher ist zur Hand. Alles andere ist scheißegal. Der Löscher. Merkt ihr das? Der Löscher. Okay. Wenn du irgendwann einen Autounfall hast, der Löscher muss aufs Dach. Alles andere ist zweitrangig. Okay. So richtig genial. Checken wir das Haus oder laufen wir direkt weiter? Ich weiß nicht. Ich würde direkt weiterlaufen, weil das heißt, ich bin voll. Ich kann sowieso nichts mehr tragen. Ich hätte halt gerne eine Säge. Komm, wir gucken kurz durch und nach einer Säge. Oh. Ich will doch Säge. Ich will doch nur eine Säge. Futter haben wir genug. Futter. Ich könnte mal kurz hier die Sprite trinken. Ich trinke kurz die Sprite. Du meinst die Pips hier? Ja, Entschuldigung. Wirklich, wirklich, wirklich. Habe ich jetzt total verworfen. Das heißt ja Pipsi hier. Cancel Grund Action. Grund. Wusstest du, dass Pumper, Nickelbrot von den altdeutschen Wörtern Pumper und Nickel abgeleitet ist, was so viel bedeutet wie furzender Zwerg? Jetzt weiß ich's. Furzender Zwerg. Wie geil. Na gut, eines sagen, das heißt furzender Zwerg, der andere sagt, das heißt furzender Nikolaus. Läuft das gleiche raus, würde ich mir behaupten. Aber ich bin immer furzender Zwerg, das ist am lustigsten. Ja, es ist schön, furzender Zwerg. Bist du da? Ja. Das ist ein kleiner Dialekt, verniedlicht das alles irgendwie, ich weiß. Pumpernickel. Ja, das ist. Jetzt habe ich plötzlich einen Dialekt, das wusste ich noch gar nicht. Du hast so ganz leicht ist das. Pumpernickel. Na gut, jetzt nicht. Wenn du das so stark betonst, aber so, wenn du es einfach so sagst, dann ja. Pumpernickel. Nickel. 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 Schneckerler. Schneckler. Neckel. Ach, das ist echt so eine Chaotenrunde hier, ey. Ja, aber so lustig, ist lustig. Wenn man schon nicht laufen kann, dann kann man wenigstens lachen. Also wenn man nichts zeigen kann, dann kann man wenigstens lachen, so meine ich. Weil viel passiert da jetzt gerade nicht. Puff, tot. Ja. Ich hab mal eine Frage, ich weiß eigentlich überhaupt nicht, was Minecraft Feed the Beast ist. Ich höre das nur, ich weiß überhaupt nicht, was es ist. Das ist ein Modpack, also das sind ganz viele Mods, die zusammengepackt sind in eine große Sammlung quasi, die auch aufeinander aufbauen. Und da gibt's halt unendlich viele Erweiterungen mit Röhrenpumpsystem für Items und Automatisierung und unendlich viel andere Stoffe noch. Erze und alles mögliche, also richtig geil. Aber das heißt doch,
Feed the Beast, also füttere das Beast oder sowas. Ich dachte, das hat ja, auch was das mit weiß ich Pets nicht zu tun. Nein, das weiß ich nicht, wieso das so heißt. Wir nähern uns übrigens Tscherno, wir sollten mal die Straßenseite wechseln. Ich würde jetzt nicht unbedingt auf der Hauptstraße reinrennen. Und wir suchen eine Säge. Sobald du eine Säge findest, wäre das super süß, wenn du mir die sagen könntest. Dann könnte ich nämlich ab sofort auch mit der SKS anständig hantieren. Okay. Dann wären wir wirklich perfekt ausgerüstet. Also ich stehe ja übelst auf Hunger Games. In Minecraft. Hm, es macht auch Laune. Aber es ist halt nur so rundenbasiert, kurzweilig. Und das Feed the Beast, das ist halt wirklich, hier liegt einfach mal eine Maus hin rum. Na wunderbar. Aber ich mag auch... Wer es mag, wer es nicht mag, also ich stehe überhaupt nicht auf die Tribute von Panem. Wieso nicht? Ich mag das überhaupt nicht. Schade. Ich finde, das ist so dämlich. Vor allem, die Protagonistin, die hält den Bogen sogar komplett falsch. So hält man eigentlich einen Bogen nicht. Kommt auf den Bogen an, würde ich mal behaupten. Hör jetzt auf damit! Wir wissen halt, dass du auf diese Sendung stehst. Ja, ich mag das. A rifle seems to be fired. Hier stand da gerade unten. Ja, bei mir auch. Stehst du eigentlich auf Terraria? Hab ich noch nie gespielt. Ist saugeil, wirklich. Ist wirklich richtig geil. Ich habe das eine Zeit lang so hart gesuchtet. Ich weiß, hast du da auch aufgenommen. Hast du auch Let's Play gemacht. Oder war das was anderes? Nee, das war was anderes. Das war Dark Out. Meine ich mir. Denke ich. Das war mein allererstes Projekt. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich das nochmal wieder aufgreifen soll, Dark Out. Ich auch nicht, das musst du entscheiden. Bist du da? Ja. Ich muss dann langsam mal was trinken. Gut, jetzt einfach ein bisschen vorsichtig sein. Wenn du einen gegnerischen Spieler siehst, oder nicht gegnerischer Spieler, darf man ja nicht sagen. Wenn du einen Spieler siehst, nicht schießen, einfach mitteilen, beobachten, im Auge behalten, aber weiterlaufen, okay? Ja, ja. Mist, hier ist Zorn. Danke, ist durch. Ne, aber ich finde Terraria schon richtig geil, macht übelst viel Laune. Warte mal. Ah, ist ein Zombie, okay. Das Problem bei Terraria ist halt, es macht irgendwann überhaupt keinen Bock mehr, irgendwie irgendwas zu sammeln und zu craften. Weil du irgendwann wirklich alles hast. Ja, Minecraft aber das ist bei jedem Spiel. Minecraft, ich weiß nicht, da ist es mehr so eine Langeweile einfach nur am Bauen, wisst ihr wie? Aber mit Terraria hat man irgendwann Langeweile einfach nur wirklich weiter zu spielen. Bist du da? Ja. Ja. Dann würde ich sagen, check mal den Supermarkt ab und so die gängigen großen Hotspots. Ich habe jetzt keine Lust, jedes Haus hier abzuklappern. Nee, ich auch nicht. Du kannst immer kurz in den Feuerwehrturm hochgucken, ob da irgendwo ein lustiger Sniper ist. Ah. Im Feuerwehrturm. Zombie irgendwo. Sieht gerade nicht so aus, dass da irgendjemand ist. Ja, ich weiß. Auch der ist bei dir. What? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, hast du. Der Flug. Der ist bei dir, guck dich an, du schießt mir doch schon so schnell da drauf. Ganz normal, guckst einmal und dann fliegt er hoch. Da fuck. Ey, das ist doch nicht mehr lustig. Das ist lustig, das ist lustig. Echt jetzt, Mann. Entschuldigung. Es ist aber echt ein Haufen Bugs. Und ich verdurste ja gerade, ich muss etwas trinken. Aber erstmal esse ich eine Banane. Ja, in dem Haus ist es halt ein bisschen dumm, ne? Achtung, ich komm rein, nicht erschrecken. Ja, guten Tag. Hallo. Da haben wir
357k, ja. Ich will doch nur so eine fucking Säge. Bist du fertig? Erst, weil ich meine gesamten Dosen aufgebraucht habe. Ach, das ist schon wieder so eine Runde, wo da fragt man sich, da erschießen sich wirklich schon die Gehirnzellen. Ja. Ich erschieße den Zombie und den Haus an die Decke. Ich habe mir gedacht, das war ein Bug bei mir jetzt, aber das scheint ja wirklich. Zombie. Oh. Oh! Hab mal. Ich musste gerade nachladen. Vor allem, hast du es gesehen? Ich habe ihn getroffen, der ist nicht tot. Ja, ich hab's gesehen. Das ist so erbärmlich. Du hast halt einfach eine scheiß Waffe, Adrian. Nein, ist es nicht. Hier ist ein Topf! Hier ist ein Topf! Hier ist ein Topf! Der nimmt aber, glaube ich, 4 Slots ein, ne? Okay, was haben wir jetzt? Haben wir einen Dreifuß? Oder was haben wir jetzt alles? Wir haben einen Cooker, eine Gasdorf. Ich habe jetzt noch ein Medium-Gaskanister, eine Gasdorf, einen Cooking Pot. Sehr geil. Jetzt müssten wir nur noch irgendwie Platz bekommen und dann können wir das einpacken. Ich kann ihn nehmen. Dann nimm ihn. Ja. Jetzt brauchen wir nur noch einen Dreifuß. Habe ich schon, einen Gasdorf. Gut, ich glaube, das war. Hier liegt eine Sichel. Brauchen wir die? Wiss nicht, ich würde sie mal mitnehmen. Was macht denn damit? Ich weiß nicht, vielleicht. Oh nein, jetzt nimmt die ja 4 Slots ein, ne, ich weiß nicht. Ja. Gehen wir in das Wohnhaus rein? Ich will doch nur so eine fucking Säge. Ich weiß nicht, gibt's hier irgendwo Garagen? In Garagen liegen oft Sägen rum. In Tscherno und wo die ganzen Hochhäuser stehen. Da gibt's immer in diesen Lagerräumen Sägen. Ja, aber wir sind jetzt gerade nicht dein. What? Halt. Die Tür ist fucking nochmal zu. Wie ist durch die Tür gekommen? Warte mal bitte, ich muss Munition auffüllen. Ja, natürlich. Ich halte die Tür. Oh mein Gott, wir sind mit den Nachbarn wieder, ey. Ich könnte kotzen. Ja, bei mir will die Katze wieder raus. Die zweite. Kannst du kurz die Tür halten? Die Treppe? Ja, Moment. Oh, ich könnte die in den Arsch treten, die scheiß Nachbarn bei uns. Oh Gott, ey. So, und da bin ich wieder. Okay, guten Tag. Hallo und willkommen zurück zu Let's Play DayZ. Und ich glaube aber an dieser Stelle mache ich auch einfach mal wirklich die Folgen wieder. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und tschüss. Tschüss.